grün, weiß, rot, ganz vorne rechts. Das ist Sonja Caldenas. Vorgestern wurde sie Achte im Solo und gestern mit ihrer Partnerin Lilian Leal Sechste im Duett. Die Mexikanerinnen haben positiv überrascht, Gerlind. So stark hätte man sie hier eigentlich gar nicht eingeschätzt. Nee, sicherlich nicht. Letztes Jahr war der Weltcup. Da waren sie noch gar nicht vertreten, sowohl im Solo, im Duett und in der Gruppe. Und hier schon der Anfang spektakulär. Auf Musik von Zarathustra. Die nächsten 5 Minuten plus minus 15 Sekunden gehören den 8 Mexikanerinnen. Hier gleich eine Hebefigur. Da müssen alle zusammenhelfen unter Wasser, damit dieses Bild entsteht. Gleich am Anfang hohes Risiko bei den Mexikanerinnen. Hier auch sofort nochmal eine zweite Hebefigur. Die Schwimmerin oben steht nur auf einem Bein auf einer Plattform, die von zwei Mädchen gebildet wird. Und da ist es schwer, das Gleichgewicht zu halten. Hier gleich die nächste Schwierigkeit. Die Mädchen versuchen, alle 8 ihre Füße zueinander zu finden. Und das bei dieser Nervosität im Wettkampf. Da geht oft mal was schief. Bisher aber eine solide Vorstellung der Mexikanerinnen, die als Pflichtachte hier ins Finale kamen. Und sie wollen noch den einen oder anderen Platz gut machen, denn sie gelten als gute Kürschwimmerinnen. Und hier gleich eine wunderschöne Formation, die dann wieder aufgelöst wird. Die Synchronität aller 8 Schwimmerinnen, das ist das große Risiko und auch die große Schwierigkeit natürlich im Gruppenwettbewerb. Musikwechsel jetzt nach der Hälfte der Vorstellung. Also, dieser Musikwechsel war meines Erachtens nicht sehr geglückt. Das kann natürlich auch die Punktrichterinnen beeindrucken. Jetzt hier ein Wandern in der Formation und ein Formationswechsel während einer senkrechten Position, was sicherlich mit zu einer hohen Schwierigkeit zählt. Jetzt werden zwei Viererketten aufgebaut und achten Sie mal darauf über den Positionswechsel aller 8 Schwimmerinnen. Ja, eine Schwimmerin hält die Füße der Hinterschwimmerin fest und bei einem bestimmten Ton zieht sie die Schwimmerin über sich hinüber. Sodass dann 4 Schwimmerinnen übereinander liegen, also kleine Ursache, große optische Wirkung. Und hier jetzt eine sehr lange Hebefigur auch, bei der auch wieder die Flexibilität gezeigt wird, die eine Synchronschwimmerin braucht.
Es war zum Schluss noch mal eine Schwierigkeit. 4 Minuten 57 Sekunden. Wir haben vorhin schon am Anfang gesagt, eine Kür sollte 5 Minuten dauern.